Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge South Park und die rektakuläre Zerreißprobe. Wir sind stehen geblieben, dass wir ins Rathaus wollten. Jetzt natürlich auch uns hinbegeben. Moin. Ups, falsch. Kann ich mit euch... Sagen Sie alle meine Termine heute ab. Sie haben heute keine Termine, Ma'am. Hervorragend. Vielleicht, wenn die Bürgermeisterin dir folgt. Wenn die Chefin dir nicht folgt, folg ich dir auch nicht. Toll. Hallo, junger Mensch. Ich bin die Bürgermeisterin von South Park. Du freust dich sicher, hier zu sein. Unbedingt. Also, hör zu. Du kannst mir vielleicht helfen. Diese neue Verbrechenswelle in der Stadt, das ist kein Zufall. Irgendeine Gruppe oder irgendjemand will mich in Verruf bringen. Je mehr Verbrechen es gibt, desto mehr Leute fordern meinen Kopf. Wer auch dahinter steckt, will, dass ich abgelöst werde. Ich brauche Leute wie dich. Bitte finde heraus, wer hinter der Verbrechenswelle in unserer Stadt steckt. Meine politische Existenz hängt davon ab. Es gibt Gerüchte, dass in der ganzen Stadt Katzen verschwinden, Ma'am. Dürfen Katzen wählen? Nein. Also egal. Oh, warte. Da war irgendwas. Ich hab da was gesehen. Er hat da irgendwas ge... Da! Komm. Ups, verdammt, jetzt war nicht ich zu... vergessen, diese Woche ist das Meeting mit dem Gesundheitsamt, Ma'am. War ich zu schnell? Kann ich mir das irgendwo angucken? Ich würde gern eigentlich mal die ganzen Bilder, die ich jetzt schon gesammelt habe. Warte mal, hier, Einstellung, Galerie. Ah, da, hier, jaui. Müsste ja rein theoretisch das hier sein. Krass, okay. Ach, hier kann ich Hintergründe wählen. Landschaften. So nehme ich das. Ich weiß gerade nicht unbedingt, wofür das gut ist, aber... Ach, für mein Telefon. Hintergrund. Ah, also sinnlose Spielereien. Ja, das ist echt ulkig. Okay, ja, aber weiter. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Kehre zum Kuhn-Versteck zurück. Okay. Wir hier nicht auf dieser Ebene. Doch da hinten. Warum haben wir eigentlich nur so wenig von diesen Schnellreisedingern? Hier, Pussy. Ja, zieh nur den Schwanz ein, Viertklässler. Ja, ich habe eigentlich keine Angst, aber ich bin ein bisschen in der Story weitermachen. Ich hänge ein bisschen zurück. Ich weiß gar nicht. So 10, 12 Folgen, die jetzt, glaube ich, schon da sind. Und in der Hauptstory ist jetzt noch nicht allzu viel passiert. Ich bin der Schnellste in der Stadt. Recht schaffen. Bis denne. Ja, bis denne. Kann ich mit dir auch so nochmal reden? Nee. Okay. Ja, was mich wirklich echt ein bisschen stört, ist das ja jedes Mal. Fick dich, Mom. Was
dass man das jedes Mal neu eingeben muss. Das ist so nervig. Da bist du ja, Wunderarsch. Na gut, an die Arbeit. Was hast du gefunden, Super Craig? Auf Tebis Handy sind ein Haufen Notizen. Irgendwas über eine Frau, die Infos über das Verbrechen hier in der Stadt hat. Welche Lady? Hier steht nur, findet die Frau mit dem Penis-Tattoo. Welche Frau in South Park hat ein Penis-Tattoo? Ich weiß nicht, Mosquito. Aber die Freedom Pals glauben wohl, sie führt zu der verschwundenen Katze. Wenn die Freedom Pals sie vor uns finden, bekommen die $100 Belohnung. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen das Freedom Pals Franchise unbedingt verhindern. Und zwar sofort. Dann müssen wir die Frau mit dem Tattoo heute Nacht finden. Blitzfreak hat recht. Wir müssen uns heute Nacht aus dem Haus schleichen und die ganze Stadt absuchen. Was meinst du? Bist du dabei? Ja, warum nicht? Hör mal, wenn du zu Conan Friends gehören willst, musst du lernen, wie man kommuniziert. Ja, wer hat den Typ überhaupt eingeladen? Leute, chillt mal. Er hat es nicht leicht. Als er 6 war, hat sein Dad seine Mom gefickt. Was? Sorry, sie mussten deine tragische Hintergrundgeschichte erfahren. Wunderarsch traut keinem, weil sein Dad seine Mom gefickt hat und er es nicht verhindert hat. Das ist völlig unlogisch. Ich weiß. Wie kann dein eigener Vater deiner Mutter sowas antun? Carmen, der Dad von jedem fickt die Mom von jedem. Hä? So läuft das, Idiot. Unsere Dads haben unsere Moms gefickt. Ach so. Dann hat dein Dad also auch deine Mom gefickt, Kyle, hä? Ja, mein Dad hat meine Mom gefickt. Deswegen gibt es mich. Klau ihm seine Hintergrundgeschichte nicht. Du bist so verdammt dämlich. Jeder Mensch auf der Erde, jeder, hatte einen Dad, der seine Mom gefickt hat und... Halt, halt. Das spielt jetzt im Moment keine Rolle. Wir müssen die Lady mit dem Schwanztattoo finden. Ja, gehen wir nach Hause und bereiten uns auf unsere Nachtmission vor. Los geht's, Kuhn-Freunde. Er ist so ein verdammter Idiot. Schon gut, ruhig Blut. Tut mir echt leid, dass die anderen so rücksichtslos sind. Leute hassen, was sie nicht verstehen. Hiermit ernenne ich dich zum vorläufigen Sidekick. Geh nach Hause und schleich dich später raus. Weitere Infos folgen. Kostüm ablegen. Ja. Ah, ist ja ulkig. Okay, und jetzt? Ab nach Hause. Geh nach Hause. Okay. Gut, da kann ich ja mal gucken. Ich weiß ja, dass bei mir zu Hause wurden ja extrem viele Gegenstände abgelegt. Unter anderem auch Geld. Ach, da. Dein Zuhause. Okay, ich wohne anscheinend nicht weit weg. Wie kommst du überhaupt auf die Idee, mit dem Vertrauenslehrer zu sprechen? Wieso gehst du ans Telefon? Hast du deinen Scheißverstand verloren? Unser Kind wollte zum Vertrauenslehrer gehen. Ist dir das etwa völlig egal? Und du hast ihm die Wahrheit erzählt? Ja, ich habe gesagt, wir wissen von den Genderproblemen unseres Kindes. Du dumme Schlampe! Du versaust uns noch alles! Sowas muss ich mir von einer zugedröhnten Kiffnase nicht anhören. Ich muss was trinken. Klar, ertränk deine Probleme im Chardonnay, du blöde Fotze. Oh, hallo mein Schatz. Hast du schön draußen gespielt? Ich bin ziemlich müde. Ich gehe dann mal langsam ins Bett. Essen steht auf dem Tisch, wenn du willst. Aber dann gleich ins Bett, okay? Kiffnase. Säuferin! Die beiden sind so genial. Sie säuft, er kifft. Aber schon ein bisschen traurig, wenn er da so komplett alleine sitzt. Also finde ich, finde das echt, Kinder sollten nicht alleine sitzen und essen. Und auch die Eltern sollten ein bisschen aufpassen, was sie halt auch sagen. Gut, okay, es ist, wenn das Kind nicht zu Hause ist und man fängt an, sich zu streiten, und das Kind kommt in dem Moment nach Hause, es ist schwierig. Sehe ich ein, aber man muss halt echt aufpassen. Okay, da kann er nicht nochmal reingucken. Hier war das Badezimmer, ne? Ja. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Mülleimer?
Einfach umklöppen. Okay, nichts weiter. So, wo ist mein Geld? Hier, hier, Leute. So, Kostüm. Boah, jawohl, was kommt denn hier alles? Hohoho. Okay, da ist echt einiges gekommen. Update? Ernsthaft? Lassen wir mal laufen, mal gucken, ob da noch mehr kommt. So. Kostüme mal kurz hier reinillern. Hä? Wenn ich auf das gehe, zeigt er mir aber das völlig Falsche. Ach so. Das ist, was es hier alles gibt, das ist echt so bematscht. Ich hab gar keine Wörter für. Aber es ist lustig, dass es halt auch eine komplett neue Haare noch nebenbei gibt. Okay, Artefakte, was haben wir da? Eieiei, der Husten. Okay, gibt es nichts weiter? Charakterbogen? Aber ich weiß, dass wir in die Kostüme können wir da noch Zeug reinbomben, oder? Ach, hier können wir sogar noch die Farbe ändern. Okay, krass, das wusste ich noch gar nicht. Hier nehmen wir hier so ein bisschen Lila, es sieht bestimmt lustig aus. Wo war denn das nur? Ach so, es kann sein, weil ich nichts davon habe, dass ich das halt auch nicht auswählen kann. Ne? Könnte das eventuell sein? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Schatz, ich will nur, dass du eines weißt. Was immer passiert, deine Mami liebt dich. Gute Nacht, Schätzchen. Die Nacht. Sie bringt Fieslinge hervor. Doch zum Glück entspringt der Nacht auch noch was anderes. Der Kuh. Entkomme aus dem Haus. Juhu, so, jetzt hier schön mit Lila. Süße Miezi, Schnurr. Was? Ah! Ah! Oh! Denk dran, mit deinen Knallerbsen kannst du alles Mögliche umhauen. Hau rein, Kumpel! Nein, bleib draußen, bleib draußen! Okay, jetzt muss ich ja also auch noch. Arschloch. Hör auf zu kiffen. Gib mir lieber den Schlüssel. Ja, noch den Schlüssel. Oh, da. Nehmen wir den. Wer ist da? Wer? Warum haben die eigentlich so viel. Sicherheit ist ja. Ist ja ganz cool, aber das ist ja echt extrem.
Da! Keine Angst! Vor dir steht Captain Diabetes! Das ist so göttlich, Captain Diabetes. Ein wahnsinniger Gentleman mit super Diabeteskräften. Einst war ich ein stinknormaler Grundschüler, doch dann hat ein Laborunfall aus meinem Diabetes übernatürliche Kräfte gemacht. Okay, Sidekick, es gibt eine Verdächtige, die vielleicht was über die verschwundene Katze weiß. Mir nach! Captain Diabetes. Okay, Sidekick, hier geht's zu Kyle. Ich muss aber nebenbei noch Randys Aufgabe machen, ne? Ah, der kommt ja gleich. Blöde Schlampe! Wie gefällt dir das? Ich bin Captain Diabetes und das ist mein treuer Sidekick. Oh, okay. Macht mal Platz, ich muss mir noch ein paar Bierchen holen. Tut mir leid, aber in diesem Zustand können Sie nicht Auto fahren. Ich bin quasi nüchtern, okay? Verpisst euch! Hey, gib mir meinen Schlüssel! Das wäre unverantwortlich! Mir geht's gut, okay? Guck mal, warte! Mir geht's gut. Okay? Mein Schlüssel, bitte. Wir können ihn morgen wieder haben! Gib mir den scheiß Schlüssel, du Kackbratze! Okay. Du willst es drauf anlegen? Na gut! Schnapp ihn hier! Jetzt hätte ich fast alles verschüttet. Schau jetzt gut zu, ich mach kurz einen Prozess. Ach, den kann ich... Ach ja, stimmt, kann ich alle... Okay, ja. Oh yeah! Ich hab nen Schild! Hey, ich kann euch auch Süßigkeiten mitbringen. Ich brauch nur den Autoschlüssel. Nein, danke, ich hab Diabetes. Das ist eigentlich total... Attacke! Total behindert, das Ganze. Fuck! Ich mach sie fertig! Du ein Kratzer. Okay, aber... Warum kämpfen wir nochmal? Ich hab deine Schlüssel... Was? Ohne hinzufallen? Wow! Wow! Ich bin immer noch voll geladen. Anonymen Alkoholikern. Captain Diabetes und seinem Sidekick ist keiner gewachsen. Vor allen Dingen übel geil, dass Randy dann sein Auto selber zerkratzt und das einen absoluten Suff macht. Diabetes im Anflug! Jetzt habe ich ein Schild der Schaden absorbiert. Oh, ach ja, meine Frau braucht Damensachen. Also. Was, die Badeschau? Genau sowas. Mein Sidekick regelt das mit links. So. Heiß. Ja, rennen, genau. Sieh zu und lern. Hey, was soll denn das? Ihr könnt auch alle mitkommen. Du fährst. Das wäre gegen das Gewicht. Sekunde, wie lange stehe ich schon in Flammen? Zeig ihn, wo der Hammer hängt! So göttlich, ich könnte mich so beölen eigentlich gerade. Okay, Feuer frei. Ich schnappe mir den Schlüssel, aber erst noch eine kleine Runde pennen. Gute Nacht, Mr. Marsh! Finde heraus, wer Randys Auto zerkratzt. Okay, das haben wir jetzt ja auch geschafft. Kriege ich dafür jetzt wenigstens noch irgendwas? Nee, ne? Schön. Das ist eine Abkürzung durch kein Versteck. Kyle ist gerade auf einer anderen Mission. Wir sind auf uns allein gestellt. Gehen wir der Sache auf den Grund.
Irgendwie vertraue ich dem Manns nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Warum sollen wir ausgerechnet durch dieses Haus durch? Fanny, wo müssen wir hin? Müssen wir hoch? Ich glaube nicht, dass hier Super Diabetes bei Kuhn und Friends ist. Die Abkürzung ist auf dem Dachboden. Wir haben die Erlaubnis, sie zu benutzen. Wenn ich zu hohen Zucker habe, werde ich sehr wütend und sehr stark. Das nenne ich. Sehr gut, Sidekick. Das ist Humankinds Geheimversteck. Pfütze machen mich wütend. Der Kuhn sagt, meine Mama hat an meiner Geburt gefurzt und deshalb habe ich Diabetes. Die Abkürzung führt durchs Fenster. Deshalb habe ich Diabetes. Das ist... Aha, sehr witzig. Das ist so göttlich. Wir müssen den Weg frei machen. Wenn ich ein Geheimversteck hätte, würde ich ein bisschen mehr putzen, wenn ich Supergäste erwarte. Er hat uns nicht mal die Leiter runtergelassen. Oh, super Arbeit, Sidekick. Diese Abkürzung führt uns direkt ins Herz von Downtown South Park. Komm schon, Sidekick, keine Angst. Okay, da bin ich mal gespannt. Der furchtlose Held und sein Sidekick stürzen sich in die dunkle Nacht, bereit, das Böse zu bekämpfen und der Stadt den Frieden zu bringen. Du glaubst nicht, dass ich Diabetes habe, weil meine Mutter während der Geburt gefurzt hat? Es kommt mir vor, als hätte der Kuhn das erfunden, um Captain Diabetes zu verunsichern. Wie du siehst, ist South Park Nacht ein völlig anderer Ort. Wir müssen ins Peppermint Hippo, auf zum Stadtplatz! Okay, aber das Ganze werden wir nicht mehr in dieser Folge machen, sondern das Ganze werden wir in der nächsten Folge machen. Liken und abonnieren, die ganze Geschichte, ihr wisst Bescheid, muss man ja nicht dauernd sagen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.